Und ich habe das sogar ganz gern gespielt, muss ich sagen. Also ich fand die externen Ansicht-Lobbys schon eigentlich ganz cool. Also so zwischendrin mal so. Warum nicht? Ich habe so semi gefühlt. Ja, ich fand es ganz... Aber für die Leute, die es halt cool fanden, finde ich es auch sehr frech. Das haben sie so... Auch das war wieder so eine Sache, wo sie richtig stolz waren. So, Third Person ist wieder da, das erste Mal seit, ich glaube, der MW2 damals, oder? MW2 damals hatte auf jeden Fall Third Person noch. Ja, MW2 hatte auf jeden Fall, ja. MW2 und MW3. MW3 auch. Doch, MW3 auch, safe. MW3 hatte safe extern. Also so konntest du halt im privaten Private Game. Ne? Dieses privaten Spiel konntest du es anmachen halt. Also das weiß ich nicht, ob es eine Playlist gab, aber man konnte es auf jeden Fall anmachen. Im privaten Spiel kann man das, glaube ich, generell in vielen Spielen machen, oder nicht? Ja. Jedenfalls auf der Playlist so richtig offiziell gab es ja jetzt erst wieder. Und jetzt gibt es das einfach auch schon wieder nicht mehr. Der einzige Content ist immer so Rotation zwischen Mini Royale und. Ja, und dann nehmen sie aber auch normales Trios einfach raus. Ja, ja, klar. Ah, das gibt's ja schon. Das gibt's doch schon. Das gibt's doch im Mini Royale. Warum soll es denn zweimal drin sein? Das ist so irre. Minibug, Digga. Minibug ist auch so eine Waffe, die ist prädestiniert, dass es richtig kracht bei dir, weil die so langsam schießt und kein Damage macht. Die wurde ja sogar genervt. Echt? Ja. Ich fand die nie krass, aber eigentlich ganz geil, weil großes Mech halt für viele Gegner. Für so das Squad habe ich ganz am Anfang gerne gespielt, weil die hat einfach noch einen ziemlich krassen Nerf sogar bekommen, wo die nie zu stark war. Das ist verrückt. This is over. Aber hier Shop-Verteilung finde ich ist auch sehr gut auf Ashika. Also so immer noch. Das ist ja auch sowas, was sie gesagt haben, das wird geändert. Warum ist hier nicht jedes Mal ein Shop hier? Es ist so dumm. Das ist ja super. Jetzt aber weißt du, was ich sehr gut finde? Dass wir nicht mal eine ganze Runde gespielt haben und eigentlich bisher nur gemeckert haben. Ja, ich weiß. Und dann sagen halt Leute so, ja, ich spiel was anderes. Und, Digga, ich wurde gerade geflecht auf meinem Monitor einfach aus. So sah das. Hä, von wo wurde ich geflecht? Aber hast du das eingestellt mit dem schwarzen? Ja. Findest du das cool? Ja, finde ich eigentlich schon ganz cool. Guck mal. Perfekt. Hallo? Was war denn das jetzt? Ich war sogar leer geschossen. Guck mal, das ist... Ey, wenn jemand einen schlägt, egal was er macht, man stirbt immer, ne? Also, sobald er einen Schlag hittet, ich spring gerade so weit es geht weg, um aus der Range zu kommen. Es juckt gar nicht, guck mal. Sobald er einmal gehittet wurde, dann zieht er sich immer wieder an dich ran. Das ist richtig geil. Das Ding ist vorbei. Was ich sagen wollte... Denkt ihr, so ist Season 3 wird verschoben? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Weiß nicht. Also das können sie eigentlich aktuell nicht bringen. Die können nicht immer so viel Negativschlagzeilen und dann nochmal eine Season verschieben. Oh, das wäre ein bisschen... Also das können dann selbst die Investoren, die wahrscheinlich eh nichts von Social Media sollten bekommen. Also das kann ja dann irgendwann nicht mehr... Das würde mich immer interessieren, so Investoren, was kriegen die denn eigentlich so mit? Ja, vor allem wie sind die aktuell gelaunt, weil die können ja nicht gut gelaunt sein. Weil, ja, aber auf was kommt es da an bei Investoren? Also eigentlich ja um Umsätze, aber Umsätze werden ja dann generiert mit MW2 halt Verkäufen und halt mit Ingame-Käufen. Skins und so, ja. Aber man kann mir halt nicht erzählen... Kauft euch keine Skins, Chat. Genau, kauft euch keine Skins. Digga, ich hab dir ja gesagt, ne? Apropos... Ist mit Creator Code Kaiser? Ach so, ne. Ja, stimmt. Genau, da war ja was. Digga, was passiert denn hier gerade? Sind hier noch ein paar mehr oder was? Hä, wo ist der hin? Genau, mit apropos Creator Code, dann haben wir das nächste Fass mal auf Chat. Jetzt spitzen wir alle die Lauscher, okay? Chris hat ja auch, du hast ja auch quasi damals zu, gut, sagen wir mal zu Verdanzzeiten hatten wir eh generell alle geistkranke Zahlen, so. Da war das ja eh nie, also ein Thema. Ich glaube, Henki hatte einen, Gustav. Ich glaube, ein paar Deutsche hatten einen Creator Code. Aber das waren auch vor allem, ich glaube, bei Henki bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Henki hat auch erst einen bekommen, als ich einen bekommen habe. Ja, ich glaube, ihr habt gleichzeitig bekommen, ja. Also so Twitch generell war ja wirklich, muss man sagen, zu Verdanzzeiten schon geisteskrank, so. Das war schon crazy. Digga, wie viel Viewer-COD man hatte. Ja, also das war komplett verrückt. So, dann haben wir, also ich habe ja dann einen Creator-Code bekommen zu Vanguard, also zu Call of Duty Vanguard. Ja. Und ich kann euch jetzt mal eine Sache sagen, seit Vanguard gab es im Shop vielleicht so 5 gute Skins und das ist jetzt 1,5 Jahre her. Also wirklich, ich krieg ja ab und zu von
COD dann, ne, also COD-Creator kriegen ja ab und zu COD-Points, ne, ist kein Geheimnis. Ja. Also wir kriegen dann COD-Points von Activision, so gerade zum Season-Start. Und dann heißt es halt hier, ihr könnt ein bisschen machen. Ich hatte nicht mal Lust, die kostenlosen COD-Points auszugeben, weil, so die Skins, weil die Skins so ugly waren in Vanguard, okay? So, jetzt kam MW2, da bin ich ehrlich, habe ich auch zu Chris, als du hier warst, habe ich gesagt, boah, ja, ich denke mal, dann geht vielleicht was, ne? So, weil ich habe, by the way, auch noch keinen Cent bekommen, so, und ich habe auch gar keine Einsicht, wie viel... Ich habe keine Einsicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das benutzen. Und ich habe keine Ahnung, ne, so, keine Ahnung, wie viele Leute über mit meinem Code irgendwas gekauft haben. So. Ja. Keines Beispiel, Kontrast. Epic. Wenn ich Epic ein Trading Room mache, ich kann jetzt ins Dashboard gehen und sehe so die letzten 5 Tage so. Du siehst so, was Leute kaufen mit deinem Code. Und wie viel du was halt auch? Bekommst. Was? Ne, weiß nicht, aber wie viel du bekommst. Also das geht 100%. Und dann dachte ich so, als ich zu Chris gesagt habe, hier war so, ja ey, Digga, ich glaube Warzone 2, ne, dann gibt's bestimmt auch irgendwann mal wieder neue Codes, ne, dass dann auch Chris einen bekommt und halt noch ein paar andere Creator. Ja, und das, sag ich mal, das lustigste Chat, immer noch kein Feedback. Also ich hab keine Nachricht bekommen von Activision oder von irgendwem so, ey, by the way, ja, Creator-Codes sind erst noch nicht drin. Es gibt sie einfach nicht mehr. Es gibt sie nicht. Sie sind einfach nicht da. Ich weiß auch nicht, wann sie kommen, ob sie überhaupt wiederkommen. Ja, das Ding ist halt gegessen für die Creator Code Creator. Das war schwer dann auch. Also gab es in Warzone 1 und Warzone 2 halt dann, ne? Das ist ja auch Feature. Man muss ja so peu à peu, Step by Step. Ja, es ist auch. Features. Ja, genau. Man konnte auch, by the way, meinen Code nur in Vanguard einlösen und nicht in Warzone, ne? By the way. So besser worden? Warte, was? Ja, also man musste den Creator-Code in, Hä, aber sicher, weil ich hab ja auch Creator-Codes benutzt in Vanguard ab und zu. Ich glaube, Für irgendwas war das so. Doch, bei irgendwas musste man den Code in Vanguard eingeben. Muss ich jetzt überlegen. Chat, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich hatte das damals gesagt. Irgendwas war, weil der Code hat in, oder im MW19, irgendwo hat der nicht funktioniert. Weiß aber gerade nicht mehr ganz genau, Chat. Vielleicht kann jemand helfen. Wahrscheinlich, wenn Warzone... Nee, warte mal. Hat ja alles gar keinen Sinn. Also es macht auch keinen Sinn, aber es war auf jeden Fall so. Weiß aber nicht mehr genau, wie es war. Quasi nur im aktuellen COD funktioniert hat. Würde schon Sinn machen. Aber ich glaube eigentlich, dass ich das auch versucht habe und ich glaube, es ging. Bin ich mir 100% sicher. Genau, vielleicht ging es auch in Cold War nicht oder so. Das kann sein, ja. Oder vielleicht war es beim Battle Pass? I don't know, mate. Ich weiß es auch nicht mehr, genau. Oh, eine Drohne gefunden. Ich sterbe. Ich sterbe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auch nochmal eine Smoke hier von mir. Danke. Kommt zwar komplett nicht in meine Richtung, wie ich es erschaffen könnte. Ruf jetzt auch mal daneben werfen. Nice. Das ist over, Jungs. Ich lande hier hinten mal beim Low. Ach, Digga, ich dachte, hier ist ein Shop. Never mind, ich bin tot. Bei mir ist ein Shop, bei mir ist ein Shop. Ja, ich bin tot. Aber der ist unten bei dir, oder? Also, ich bin auch dead, ja. Ich finde auch gut, dass die Konterdrohne komplettes Loadout verdeckt. Also ich würde das jetzt nicht sehen, wenn es da ist. Man sieht es ja nicht mehr, also man sieht es ja nur auf der Map. Ist irgendwo noch ein Shop, wo ich mir was kaufen kann? Meine Waffen oder so? Hier hinten? Die Konterdrohne ist auch wirklich 10 Kilometer von mir entfernt, aber meine Minimap ist trotzdem verdeckt. Naja. Echt quatschig. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich bin immer noch Team Tietens erst. Na gut, jetzt haben wir März. Also wahrscheinlich erst dann in dem Zustand rausgekommen. Also, ja, bringt ja eigentlich auch nichts. Das macht, glaube ich, das gibt sich alles nicht viel, ne? Nee. Also, ich hatte lange die Theorie so, ja, die hätten es halt dann im März rausbringen sollen, dann wäre es halt vollständig gewesen. Aber es ist ja jetzt März und noch lange nicht vollständig. Und das Ding ist, das Feedback, was sie jetzt bekommen, also die Änderungen, die jetzt kommen, kommen ja basierend auf dem Feedback, was sie bis dahin ja auch gar nicht gehabt hätten, ne? Da waren sie ja wahrscheinlich sogar sicher, dass das cool ist. Oh mein Gott, ich bin so dead. Der war so ein... Kletter! Ich hab keine Platten, ich bin so tot. Ja, keine Chance. Kann sich direkt kaufen. Ey, Mann. Ach, guck dich raus. Naja, das dauert jetzt auch überlange, mittlerweile. Das waren... Achso, ja. Ja. Noch ein paar Feinis. Ja, das kann verstanden sein, weil ich eigentlich da aber ich glaube, es war nicht ganz normal, dass Warzone 1 nicht Warzone 2 ist. Justin, ja, du verstehst es aber nicht. Also das ist ja nicht mein Punkt. Der Punkt ist ja, es gab es in Warzone 1, war gut, hat funktioniert, in Warzone 2 funktioniert es nicht.
sagst du? Das Argument von mir. Oh mein Gott! Tippt das bitte jemand? Ich war gerade noch, Chris, warum ne? Erklär ich's eigentlich? Scheiß auf. Ja. Sorry, dass ich so Dings, aber das muss. Digga, das habe ich noch nie gehabt. Ich war Nock. Der Typ will mich pushen. Ich mach Selfie-Vive. In dem Moment geht der Most Wanted vom Mate durch und ich stehe einfach auf und töte ihn. geil. Das ist wirklich geil. Das habe ich noch nie erlebt seit 3 Jahren. Das ist Gegner tatsächlich. Echt? Also, dass Gegner dann so aufgestanden sind. Ich habe ihn genockt und er ist instant aufgestanden wegen. Ja, wegen Mobs, ja. Geil, das hatte ich noch nie. Kurz Spaß, jetzt darfst du weitermachen. Ja? Ganz ja, kurz. Alles gut. Ich versuche gar nicht zu diskutieren mit dem Kollegen da. Ja. Weil der hat es nicht verstanden. Ist auch meistens quatschig. Eben deshalb. Es ist ja auch nicht so, Chat, dass wir, also jetzt Chris und ich und alle anderen Streamer, Creator, die ja guckt, dass wir irgendwie das machen, irgendwie um, weiß ich nicht, weil wir irgendwie gerne jammern oder so. Wir geben ja unser Feedback in der Hoffnung, dass es irgendwie erhört wird. Und wenn wir halt gar nichts sagen, dann werden wir ja auch angemeckert. So, das ist ja das Ding. Ja, ja. Wenn wir gar nichts sagen, dann heißt es immer, also wenn ihr euch alle zusammentun würdet, dann nein. Ja. Wenn wir was sagen, ihr jammert hier nur, spielt doch was anderes. So, hey, was macht denn der Typ? Der macht ja den Überplayer oder was? Die sind. Hä? Oh nein, ich bin stunned. Kannst du zu mir gucken? Ah, nee, ich bin unten gerade. Ja, oder? Die sind dead, die Jungs. Ja, ja. Der ist da ganz hinten. Der ist relativ weit hinten. Ah, ja. Vor dir jetzt. Dead. Nice. Aber es ist noch einer. Ja, irgendwie ja, auch. Stand zwei Leute, ah, ja, zwei Teams noch, ja. Komisch. Dead. GGs. Das ist normal, dass Modern Warfare 2 ganz, ganz anders ist als Modern Warfare 1. Ja, aber viele Features, die es schon immer in COD gab oder die funktioniert haben, funktionieren ja nur in MW2 und Warzone 2 nicht. Das ist ja der Punkt. Also, du kannst jetzt nicht argumentieren, keine Ahnung. Es wurde etwas gefixt, was in Warzone 1 funktioniert hat. In MW2 ist es wieder ungefixt drin. Du kannst ja nicht sagen, ja, das ist halt so, weil das ein anderes Spiel ist. Das ist ja Quatsch. Du kannst ja kein zweites Produkt rausbringen und die gleichen Fehler von dem ersten, die eigentlich im ersten Teil nachher behoben wurden, wieder mit reinbringen. Das ist doch das Argument, was wir bringen. Dazu kannst du doch nicht sagen, ja, ist ein anderes Spiel. Das muss so sein. Das ist ja komplett nur die Kuh. Alter, 26 Kills. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt. Schmeckt, schmeckt.